Hey Leute, willkommen zurück zu Arena of Valor. Heute mit einem Toolen-Guide, mit einem Pro-Spieler, den ihr kennt. Und zwar Sir Eric. Hallo. Guten Tag. Kennt ihr das sicher noch von den Versen-Ranked-Videos? Und er zockt zurzeit sehr, sehr viel Toolen. Und wird uns heute mal ein bisschen was erklären, seinen Lieblingsbild vorstellen und so weiter, ne? Oh. Ja. Fangen wir der Passiven mal an. Erklär mal. Also die Passive ist eigentlich das Wichtigste an Toolen und vor allem halt auch das, was halt überhaupt erst so stark macht. Mhm. Weil also bei jeder Fähigkeit, die er einsetzt, die ein Gegner, die sagen, ein Minion oder ein Creep oder was auch immer trifft, wird ein Stack erzeugt. Er kann 4 Stacks sammeln, die verschwinden auch wieder nach einer Zeit. Mhm. Und beim 5. Stack wird halt die Passive ausgelöst. Und dann fliegen halt eben diese 5 Blitze um ihn herum. Mm. Und die machen halt ziemlich großen Schaden und priorisieren halt auf jeden Fall auch immer Helden. Also wenn ihr so neben Minions und Helden steht, wird halt immer erst der Held angegriffen. Das ist gut, ja. Das ist die Passive. Also so wie bei Murat, so kleine Strichchen, ne? Genau, genau. Okay. Sieht man auch in-game, das sind ja, dann unter der Mana-Leiste. Sehen wir dann auch im Gameplay später. Erste Fähigkeit, Kugelblitze. Also die Fähigkeit benutzt man, also das ist halt der Wave Gear, den skillt man halt auch als erstes. Mhm. Und den benutzt man vor allem halt, um eben direkt 3 Stacks zu sammeln. Dazu muss man halt direkt einfach vor ein Minion gehen. Also mit allen 3 Treffen. Ja. Genau. Und dann hat man halt schon 3 Stacks. Die machen, gehen dann halt in so 3 Richtungen, halt wie so ein Speer auseinander. Und haben sogar eine relativ große Reichweite, wie ich finde. Ja, das sieht man oft, ja. Die gehen wirklich weit. Das ist so, ich sehe es immer so wie die erste Fähigkeit von Natalia nur umgedreht. Statt dass die Strahlen sich vereinen zu einem, gehen sie halt echt auseinander. Dann die zweite Fähigkeit ist Blitzschlag. Ja, das ist ziemlich langer Text. Oh ja. Ich lese ihn auf jeden Fall nicht. Das ist wie der Jump bei L'Oreal. Mhm. Nur man kann halt man sammelt halt natürlich auch wieder Stacks. Mhm. Und dieses Mal kann man halt von da, wo man losspringt und da, wo man sozusagen Blitz einschlägt, sammelt man halt jeweils einen Stack. Mhm. Und falls sozusagen der Gegner in der Mitte steht, das ist halt, keine Ahnung, so ein kleiner Radius sozusagen um einen herum, wird halt der Gegner um 90% geslowt. Oh, so weh. Und kann man halt auch sozusagen, in-game sieht man da immer so eine kleine 3, die lädt sich auf. Und da ist halt insgesamt nur ein geringer Cooldown, 2 Sekunden drauf. Mhm. Und damit kann der man halt ziemlich oft hin und her dashen. Aber wenn halt die 3 erstmal verbraucht sind, muss ich das erst wieder aufladen und das dauert. Das werden wir leider im Gameplay nicht sehen, die Zahl. Das habe ich ja in meinem Ersteindruck-Video mal gezeigt, wie sich das auflädt, der Kreis. Das sieht aus wie so eine Uhr, die halt rumläuft. Und wenn sie voll ist, dann ist halt wieder ein Stack dabei. Wenn ihr das genau sehen wollt, seht ihr dann im Ersteindruck-Video bei mir. Das werden wir hier leider jetzt in-game nicht sehen können, aber die Stacks werden wir auf jeden Fall sehen von der Passiven. Und ja, es ist ein kleiner Rumspringer, also sozusagen. Sehr nice. Sehr genau. Passt auf jeden Fall sehr gut in die momentane Meta von L'Oreal, Bass und so weiter. Ja, dann kannst du super nutzen zum Wegspringen oder zum Kampf reinspringen halt dann, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch die Ulti Donnervogel. Ja, die Ulti hat einen sehr hohen Radius und ist halt, ich benutze ihn auf jeden Fall immer nur für den Execute. Wenn ihr einen Gegner, einen Helden low seht, mal einfach nur die Ult drauf zielen, weil falls ihr die Ult trefft, sofort eure Passive ausgelöst und die Cooldown Reduction von eurer Ult halt um 80% reduziert, sodass ihr halt danach fast wieder direkt wieder den Donnervogel benutzen könnt. Mhm. Ich habe halt dann meistens so einen Cooldown im Late Game von 4 Sekunden. Damit könnt ihr dann halt auch locker einfach ein ganzes Team wegschreddern, wenn das low ist. Krass. Also man muss halt den Helden wirklich töten damit, ne? Man muss ihn töten. Auf jeden Fall. Ja. Also immer nur den lowsten Gegner die Ulti drauf und dann ist schon geil, das stimmt, das ist schon deswegen geil. Deswegen also. Eieiei. Also auch mehr Assassine quasi. Du willst immer den Last Hit haben. Auf jeden Fall.
Also da steht ja auch Rolle rechts, Henker. Ja, die Also Rolle wenn ihr Henker. mit einem Toolen im Discord seid, lasst ihn auf jeden Fall immer die Last Hits mit der Ult, damit er finishen kann. Die Ult kann halt nicht aufgehalten werden, außer wenn sich ein anderer Held sozusagen dazwischen springt. Ah, heldenhaft Und dazwischen wirft, okay. genau, also ein anderer Held kann die Ult aufhalten. Wenn er Full Life ist, macht die halt nicht viel Schaden, weil es eben dieses plus 30% der verlorenen LP des Ziels dazu addiert zum Schaden, normalen Schaden. Schon Ist halt krass. erst das Starke. Ja, das ist echt krass. Also die knallt schon rein. Ja. Hey, wie kombinierst du die Fähigkeiten? Also ich mache das meistens so, bevor ein Teamfight ist, versuche ich meine Ult an einem Jungle-Minion aufzuladen. Tatsächlich wie Murat so Also ein bist du ein bisschen. Murat-Magier, okay? Ja. Ich benutze halt meistens immer nur meine 1 für die 3 Stacks. Kommt dann halt meistens mit der 2 rein, damit ich 4 Stacks habe. Am liebsten ist dann schon einer von den Gegnern low, dann ulte ich. Oh. Ich die Ulti einen Stack dazu, meine Passive wird ausgelöst. Wenn die Ulti trifft, ist der Gegner, also wenn der Gegner dann low ist, ist der Gegner hoffentlich tot. Ja. Dann habe ich tatsächlich 10 Blitze um mich rum. Mittlerweile müsste der normale Cooldown meiner 2 weg sein. Kannst du eigentlich einfach in die Mitte springen, Blend anmachen, also ich mache das mit Willenskraft, Ja. und dann hast du einfach 10 Blitze um dich rum, die alles töten. Also Alter. so viel Schaden machen. Also das ist halt Triple Passive Trigger, das ist halt unnormal. Das ist das einzig wirklich, wirklich starke am Tool. Deswegen ist er halt auch so Also passiv, ein ja. guter Ja, Magier. okay. Aber halt muss man das ja aufpassen halt, ne? Weil ich kann Ja, mir das schon stimmt. vorstellen, du spielst den sicher nicht tanky. Doch tatsächlich ein Echt? bisschen. Okay, sehen wir uns gleich mal Also ansehen. man. Ja. Aber erstmal noch die wichtigste Frage in jedem Video. Welcher Skin? Also ich habe mir den Helden direkt gekauft. Ist halt billiger gewesen. Ich benutze dann auch den Sternlicht. Gefällt der dir auch mehr? Ja. Ich finde den Ingame sieht einfach schöner aus. Finde Zwar ich mag auch ich die cool. Frisur nicht so, aber es ist auf jeden Fall Ingame finde ich ihn besser. Hat was von asiatischen JRPG irgendwie. Aber das ist cool, das ist cool. Ja. Der blaue Mantel sieht einfach besser aus. Ja. Wenn man auch Ingame dann sieht. So, jetzt dann kommen wir zur Ausrüstung, ne? Bam. Ich mach's wie immer, ich baue einfach die Ausrüstung nach, die du mir ansagst. Und dann sehen wir uns das mal an. Ich knall mal hier schnell Ja, alles weg. Moment, Moment. Jetzt. also die eine, das ist halt ein Roam-Bild für Toolen. Da baue ich halt als erstes, also ich baue es halt nicht direkt komplett aus, aber ich sage dir jetzt einfach erstmal das komplette Bild. Das ist halt als erstes vergoldete Schuhe. Erst ist die Schuhe, okay. Dann Reas Garbe. Andreas, geil. Ah, direkt Lifesteal, okay. Magischer Lifesteal, 25%. Genau, dann Wahl für schon Magie-Item, aber schon physische Verteidigung. Was ist das? Pfahl? Wahl. Qual? Ne, Pfahl. Was jetzt? Sag nochmal. Die Die Qual. Qual. Hat auch doch ich verstanden. Ja, ich war mir gar nicht sicher. Okay, ja. Die ist auch ziemlich geil. Das Bollwerk. Spoiler, jetzt kommen wir zur Verteidigung. Das ist ein Hardcore-Verteidigungs-Item. Auf jeden Fall. Wir sehen noch mehr Abklingzeitgeschwindigkeit noch dabei. Mega nice. Mana und Verteidigung kann nie schaden. Ja. Vor allem, weil Quillen halt eben so gegen weil er eben so tief rein muss wegen seiner Pässe. Ja. Dann schwebende Aura für die Verteidigung, also für die Passive halt. Schwebende Aura. Und das für ein Item. Ganz unten bei Magic. Ah, das. Ja, ich verwechsel das immer. Ich verwechsel das immer. Das ist auch mega nice. Das finde ich auf Chino auch super. Die vielen Leben dazu ist schon krass. Weil er eben so nah ran muss und Ja. die Gegner dann halt kaum Rüstung haben. Ja, ist mega nice. Ja, die Passive von dem Schwert ist schon cool. Und als letztes muss man halt anpassen, entweder Gaias Schande Ja. oder Hekates Krone. Dann halt. Das mache ich halt immer matchabhängig. Ja, ich nehme mal hier gerade das Krone rein, weil einfach mal 35% bei Fähigkeitsstärke und Durchschlag ist mega geil. Ja, also dazu sage ich, muss ich halt auch noch was sagen. Also ich baue das halt immer so, dass ich halt erst die normalen Schuhe baue. Dachte ich mir, ja. Dann auf das
zweite Item von Reas Gabe gehe. Also der Fehler, ja. Genau. Dann baue ich die Qual und derzeit halt irgendwann die Schuhe ausbauen, wie es halt beliebt. Ob ihr halt viel gegankt werdet oder nicht. Ja. Dann Reas Gabe ausbauen und dann halt einfach den Rest auf das Spiel anpassen. Okay, okay. Die Schuhe nur halb, Reas Gabe nur halb, dann die Qual, dann die Schuhe oder Reas Gabe, beide halt fertig machen und dann das nächste. Okay, okay, okay. Klingt ja, auf jeden Fall nice. Ich habe noch ein anderes Bild, das teste ich noch gerade ein bisschen. Es ist halt, es ist mit Phönix-Träne. Ah, fängst du an, ne? Dann vergoldete Schuhe, dann wieder Reas Gabe. Dann lasse ich aber Qual und Bollwerk weg. Gehe auf schwebende Aura, Hekabes Krone und dann Allerheiligstes. Das ist halt tatsächlich mehr auf Damage. Kommt halt drauf an, was ihr für Gegner habt und was ihr für Mates auf jeden Fall habt. Ich habe fast also, das gleiche Bild gehabt, nur habe ich am Schluss Frostys Rache gehabt. Soll ich mal geändert auf die Reas Gabe? Das Bild habe ich auch schon ein bisschen umgetestet. Ich habe noch nicht viel Tools spielen können, leider. Aber ja, das gleiche hatte ich auch schon drin, ne? Ja, bis aufs letzte Item. Ja. Ist halt mehr Damage-lastig, falls man halt sich wirklich, also wenn man einen guten Tank im Team hat und sich dahinter echt gut verstecken kann, dann sollte man das auf jeden Fall benutzen können. Weil man dann sozusagen halt nicht mehr so hart auf Verteidigung achten muss, beziehungsweise halt, dass man irgendwie von einem Jungler oder so rausgenommen wird. Ja, ja, das ist ein Riesenunterschied der Bild, ja. Eieiei. So, die zwei Builds, das testen wir beide noch, ich teste es nämlich übrigens auch, lustigerweise. Und das ist halt schon ein bisschen erprobt, ein bisschen mehr tanky, ihr müsst tief rein, wie er gesagt hat. Und ja, nice, nice. Dann noch, welche Arcana bevorzugst du auf ihm? Also ich baue es ganz simpel, 10x, also rot, 10x Schändung. Nein, Schändung, ja. Fähigkeitsstärke. Ja. Ist ganz super, ja. In der Mitte 10x Blutmagie, für den Lifestyle auf jeden Fall, das ist halt auch das Beste. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, das ist das beste Lila Magic Item. Ja, ich habe auch 9 davon, ja. Ich kaufe jetzt mal weiter, ich kaufe gerade das 10. Ja. Soll ich auch 10x, ja? und tatsächlich hatte ich erst was Falsches auf Grün, das habe ich tatsächlich nochmal umgeändert, wo ich auch schon den 3er Arcana hatte. Aber ich habe mittlerweile Wutrausch benutzt, oder benutze Wutrausch, wegen dem magischen Durchschlag, der sehr wichtig ist. Mega geil, ja. Die Angriffsgeschwindigkeit, die insgesamt dann man dann 6% insgesamt hat, sind nicht schlecht, vor allem wenn man also Seelen noch dazu spielt. Lohnt sich auf jeden Fall auch im Jungle und insgesamt ein bisschen. Ja. Also magischer Durchschlag, ja, das ist sehr wichtig geworden. Man spielt auch fast alle Helden auf entweder magischen Durchschlag oder physischen Durchschlag. Ist schon krass geworden, wie die Rüstungen immer mehr zerstört werden. Ja. Mega nice. Ja. Okay, grüne Seite, Wutrausch. Nice. Haben wir die Arcanas auch. Sehr schön. Noch irgendwelche theoretischen abschließenden Worte zu Toolen, bevor wir ins Gameplay gehen? Also man muss wirklich Zeit investieren, um ihn zu lernen. Er ist nicht einfach, es ist kein Einstiegsheld. Da empfehle ich auf jeden Fall was anderes. Ja, und ja, stimmt, stimmt. Also, ja, hat was gedauert, ihn wirklich, also ich beherrsche ihn immer noch nicht, aber ich kann ihn ein bisschen, sagen wir so. Ja, nein, man muss auch nicht immer glauben, nicht jeder Meister fällt vom Himmel. Also man muss jeden Helden wirklich hart üben, um wirklich zu sagen, hey, ich kann ihn jetzt. Also, macht euch am Anfang nicht fertig, immer schön hart üben, üben, üben. Und wir sehen uns gleich wieder im 3 gegen 3. So, Leute, sind wir nun im 3 gegen 3 mit Sir Eric und Toolen. Wie ihr seht, bei Toolen, guck mal auf den Tool, auf den Namen. Unter dem Mana-Balken seht ihr nun 3 Striche. Das ist wie bei Murat jetzt genau. Wenn der Strich voll ist und noch eins darüber, dann löst die die Passive aus und er löst diese geilen Blitze aus. Da müssen wir sogar ein bisschen aufpassen. Das nebenbei Quatschen braucht immer Konzentration. Ja. Passive weiterhin am Auslösen. Mega geil. Ich hör's leider gerade. Oh, fuck. Das war der Sprung gerade, ne? Genau. Das ist auch mega nice. Weil er sich dreimal halt auflädt. Oh, der hat gerade guckt, aber schön. Sehr schön, sehr schön. Ja. Jetzt bin ich tot. Lasst mich sterben. Ich bin schon tot. Oh, das war die erste Fähigkeit, haben wir das auch gesehen. Sehr nice. Diese 3 Blitze, die eben auseinander gehen, wie gesagt. In einem großen Radius. Das muss wirklich vor dem Gegner stehen, so wie Eric es sagte. Und dann hat man direkt 3 Stacks auf der Passiv. So, ich komme davor. Auch mittlerweile schon in vielen normalen Games
Ulen gesehen, die einfach immer ihre Ult am Anfang des Teamfights geschossen haben. Ich finde, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Weil, Anfang. macht halt einfach keinen Schaden. Nö, das stimmt. Ich finde auch, dass man die eher nur nutzen sollte zum Last-Hitten, damit sich eben die Fähigkeiten resetten. Ja. Ah, der Wurf ist nicht weitergelaufen. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, das wird eng. Nee. Rückbleiben. Ich sag, nebenbei quatschen und sich konzentrieren ist eben so schwer. Der Hook war mal voll daneben. Eine Turm sollte man irgendwie schnell gang kriegen, endlich mal. Boah, bist du gehuckt. Aber es ist gar nicht schlecht, denn Tulen kann ja eh wegspringen wieder. Das ist mega nice. Mit Tulen habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Habe ich keine Angst mehr vor Krack, denn man kann eh rausspringen. Ist schon nice. Ja. Man muss nur aufpassen, dass man die Stacks ready hat. Teil 8. Wie gesagt, warum ich jetzt gerade keinen Ingame-Sound habe, weiß ich leider nicht. Ach, daneben. Aber hast du deine Ulti eigentlich schon mal gesehen? Ist gerade nicht Ich habe es auf. einmal eingesetzt. Okay. Leider nicht aufgefallen. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Ist das Vögelchen? Das sieht aus wie ein großer Donnervogel, der rumfliegt. Nein, ich habe noch auf Springen gedrückt. Teleport. Oh, das erste Fähigkeit. Die wir gesehen, wie weit auseinander gefächert die gehen. Also wirklich sehr nahe am Gegner stehen, wenn ihr wirklich hart eure Stacks aufladen wollt. So, jetzt BÄM! Wieder mehr. Reinspringen noch einmal dazu. Mega nice. Wenn es nochmal reinspringen würde, dann löst sofort wieder die Passive aus. Oh, die erste Fähigkeit nochmal einsetzt. So, jetzt Passive ausgelöst. Was ihr aufpassen müsst. Na. Der Turm greift euch dann natürlich auch an, weil ihr greift den Gegner an. Wenn ihr unter den Tower fightet. Was wir, glaube ich, Das nicht stimmt. gesagt haben, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn du an Jungle Minions vorbeiläufst, die einfach nur rumstehen, da löst, da macht die Passive keinen Schaden, oder? So, ja, das stimmt. Na, also er geht wirklich nur auf aggressive Minions bzw. Helden. Also man kann im Jungle schon Ja. ganz normal rumlaufen und braucht keine Angst haben, dass man den schlechter auslöst oder so. Also auch noch wichtig zu sagen, ist mir gerade eingefallen. Ah, diese nervige Kugel von Azenka. Nein, Kraki. Oh nein. Lass mal oben den Garten machen. Zwar armer Kraki. Der Damage, ne? Der Damage. Sehr schön, sehr schön. Oh, die Passive, das ist echt nice. Wie gesehen, wie gesehen, den Jungle Minion wurde angegriffen, weil ich den Jungle Minion aufgescheucht habe sozusagen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Krack hier. Ich sollte jetzt nicht reingehen jetzt. Mal kurz den Blue Buff. Leider huckt er den Krack her. Ja, ist aber auch okay. Sehr schön, sehr schön. Auf AZK aufpassen. Ach, mit seiner Kugel schon hart Schaden. Er hat was von China. Ryoma will mich abstauben, auf jeden Fall. Wird aber nicht schaffen, wollte ich gerade sagen. Das war einfach nur dumm. Ryoma, kommt der? Nein. Da war fies. Mich abstauben? Nein. Lass die anderen in Ruhe. Das Gute ist, man kriegt durch die Passive, kriegt man auch, kann auch der Lebensraub halt auch aktiv. Und das heißt, hat man halt echt viel Ah, Lebensraub. das auch noch, die Passive? Okay, das ist nice. Das ist nice. Die passt. Also macht ja magischen Schaden, klar, ja. Ja. Das ist ja nice, stimmt. So nebenbei. Und MVP. Nice, 40% Schaden. Obwohl ich anders war. Nice. Also haut schon schön Damage raus. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Mal kurz auf die Details drücken. Und was halt auch geil ist, was mir aufgefallen ist bei ihm, der Wave Clear ist halt geil mit der Passiven einfach. Es Auf ist, vor jeden allem im 3 Fall. gegen 3, wenn da so viele Minions auf einem zulaufen, oft. Das ist krass. Das ist echt krass, wie viel Gold er macht. Seht ihr auch, er hat über 9000 Gold gemacht. Das ist schon geil, das Ding. Ja, Leute. Das war unser Tooling-Guide. Danke an Sir Eric. Anna. Gern geschehen. Gern geschehen, Dankeschön, bitteschön. Ja, Tulen ist mega geil. Wenn ihr ihn besitzt, zockt ihn auf jeden Fall bis zum Abbrechen. Es ist so ein geiler Held, so ein geiler Midlaner. Er knallt echt alles weg. Viele spielen auch im Jungle. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, wisst ihr? Ich bin eher so der Oldschool, nur Jungler in den Jungle. Und nicht Schützen und Magier.
Aber funktioniert auch. Aber mega geil auf jeden Fall, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas hinzuzufügen habt, was wir vergessen haben oder irgendwelche Tipps habt noch, die wir nicht berücksichtigt haben oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Einfach unten reinknallen. Schaut auch gerne bei den anderen Guide-Videos vorbei, bei den anderen Ranked-Videos, bei den anderen Standard-Videos, bei den Openings und so weiter und so weiter. Und wer nichts verpasst, mir natürlich unbedingt ein Abo dalassen und Teil der Community werden. Wir haben auch einen Discord-Server übrigens. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Viel Spaß, haut rein und ciao. Oh.